Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin eure Emma. Heute zeige ich euch ein Mini-Haul von bhcosmetics.de. Falls ihr euch fragt, was ist überhaupt BH Cosmetics, das ist eine amerikanische Online-Marke. Die kann man auch über den Teich oder in Amerika nur online erwerben, so wie bei uns. Und was kann ich euch noch Großartiges über diese Marke sagen? Preis-Leistung ist einfach top. Also ihr bekommt richtig gute Paletten für wenig Geld und die sind richtig gut pigmentiert. Ihr könnt auch richtig gute Pinsel für wenig Geld kaufen und sehr erfolgreiche YouTuber arbeiten mit dieser Marke zusammen und bringen richtig coole Paletten raus. Das ist auch der Grund, warum ich ab und zu bei denen online shoppe. Und heute zeige ich euch zwei von diesen Paletten, die zwei Mega-YouTubern auf den Markt gebracht haben. Das heißt, wir fangen mal los und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich so gefreut, als ich jetzt endlich gesehen habe, dass diese Palette auch bei uns online erwerblich ist. Das hatte ich gesagt, fangen wir erst ganz kurz mit der Verpackung. Das ist aus Hartkarton. Das ist eine 2-in-1-Palette. Und hier seht ihr, das ist so mit Luftballons oder Bläschen und das ist so weiß-rosa und hier mit ihrem Namen Chen EXO so auf so goldschimmerig verziert und auch diesen BH Cosmetics Logo. Die haben alle auf beide Seiten, das ist doppelseitig, habt ihr ein Magnet hier unten. Ihr findet hier 9 Lippenstifte. Auf der anderen Seite findet ihr 9 Lidschatten und auf beide Seiten habt ihr immer einen Spiegel, was super praktisch ist für unterwegs. Ich habe alle Farben geswatcht und ich finde die Farbauswahl super schön. Die ist ziemlich neutral, aber ich gehe davon aus, man kann richtig, richtig schöne Looks kreieren und es gibt auf jeden Fall richtig schöne Farben hier für jeden ist was. Tagslooks kreieren, aber auch so Abendlooks, so diesen Evening-Looks. Ich freue mich sehr, sehr auf diese Farbe hier. Das ist so rötlich. Und auf diese untere Farbe hier, die finde ich auch so schön. Was soll ich euch sagen? Hier sind, wartet mal, 1, 2, 3 Matttöne und alles anderes so mit Schimmer und Glitzer. Ich bin mal gespannt, wie sich das ja jetzt auftragen lässt. Die sind richtig gut pigmentiert. Und ich habe mich mega gefreut über diese Palette auch, wegen dieser Lippenstifte. Ich finde, die Farbauswahl ist einfach toll. Also man kann sich nicht beschweren. Ich finde, es für jeden was da. Ich habe mich in diese in die hellsten Farben verliebt, weil ich mag sehr gerne Nude-Tones. Und die finde ich einfach super schön. Ich habe die ja alle nur mit dem Finger geswatcht und ihr seht, die Deckkraft ist schon extrem gut. Ich gehe davon aus, wenn man diese Lippenstifte mit so einem Lippenpinsel aufträgt, lässt sich die Farben noch schöner auftragen und die Farben kommen noch schöner zu Geld. Eine zweite YouTuberin, das ist die Carly Bible. Super bekannte Palette. Viele kennen diese Palette schon, ich werde nicht extrem viel darüber sagen. Nur ich habe mich auch sehr gefreut, weil die hat wunderschöne Farben. Was soll ich zur Verpackung sagen? Das sieht auch so wie ein Kissen mit hier mit Perlen versät. Und ihre Name, Carly Bible, ist es halt in Silber. Richtig schöne Palette. Und auch so wie bei Shenox auch mit einem Spiegel. Und hier finden wir 10 Lidschatten und 4 Highlighter. Was soll ich sagen? Farbauswahl auch sehr neutral, aber wunderschöne Farben. Hier findet ihr auch matte Töne und Schimmer. Und ich meine, diesen Highlighten hier, die sind so dermaßen pigmentiert. Einfach schön. Und die kann man auch richtig gut als Lidschatten benutzen. Ich habe mich über diese zweite Reihe mega gefreut. Richtig gut pigmentiert. Ich dachte, die ersten, die könnten ein bisschen zu hell für meinen Hauttyp sein. Aber ich meine, es ist ganz anders, wenn man die Farbe mit dem Finger aufträgt und hinterher mit dem Pinsel aufs Gesicht, ist was ganz anders. Also jetzt momentan bin ich super zufrieden mit den beiden Paletten. Die lassen sich richtig gut mit dem Finger swatchen, wie diese Farben sich in meinen Augen verhalten werden, wie sie zur Geltung kommen werden. Aber ich gehe davon aus, es wird richtig gut sein, weil ich meine, es gibt so viele Reviews über diese Paletten und die Leute sind alle super zufrieden. Ich finde die Farben einfach wunderschön. Und dann habe ich mir Pinsel gekauft, aber ich habe die falsche Pinsel gekauft. Oh, ich habe mich so geärgert, als ich das jetzt in der Post gesehen habe. Ich habe
gedacht, ich hätte diese Face Essentials. Es gibt ja einmal diese 5 Pinsel, Sichtpinsel, und es gibt auch noch diese 7 Essential Augenpinsel. Und ich wollte die 7 Essential Augenpinsel kaufen. Habe ich aber nicht. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Mach nichts. Dann es wird halt in meiner Kollektion ein bisschen länger. Aus dem Testen. Pinsel, ich fange mal an. Einmal kommt so ein Puderpinsel. Vor allen Dingen, ich benutze Puderpinsel nicht so wirklich. Aber ich finde den mega weich. Bin mal gespannt, ob sie, ne, weil die zu weich sind, ob die auch gut die Farbe verblenden. Und der hier, die sind alle synthetisch. Der zweite Pinsel ist ein Dual Fiber. Und der eignet sich für Cremes, für Liquids, für Flüssigkeiten und auch für Pudern. Das heißt, der ist auch wahrscheinlich richtig gut, um Foundation aufzutragen. Den so eins habe ich gar nicht. Bin mal gespannt, wie er sich so macht, weil die halt einfach so weich sind. Ich bin echt mal gespannt, ob, wenn ich mein Foundation damit auftrage, ob ich so einen Airbrush-Effekt erziele. Ja, 110. Ich habe ja vor kurzem so eins gekauft von Zoeva, so einen abgeschrägten Pinsel, weil die sind eher perfekt, um zu konturieren und auf den Wangen. Bin mal gespannt, wie der sich hier so macht. Das ist der 111 Foundation Pinsel. Ich habe ehrlich gesagt so einen Pinsel niemals benutzt. Ich weiß nicht. Bin mal gespannt. Ich muss das austesten. Ich habe, glaube ich, auch so eins gar nicht. Muss ich denn ausprobieren, ob das für, was für mich ist. Ich glaube eh nicht, aber probieren kann man es auf jeden Fall. Das kommt ein Concealer Brush. Den finde ich so klein. Wahrscheinlich ist das so. Der hier ist nicht mehr. Der hier ist schon auf jeden Fall hart. Ich weiß nicht. Ich muss irgendwie gucken. Ist halt ein Concealer. Pinsel ist sehr, sehr klein, aber. Und weil ich über 20 Euro ausgegeben habe, habe ich den Versand nicht bezahlt. Und ich habe auch noch ein Geschenk bekommen, und zwar eine Palette. Die heißt Wild and Free Baked Eyeshadow Palette. Ja, also, wie gesagt, das ist typisch, ne, wie ich schon meinte, so hart Karton mit hier mit so einem Spiegel. Okay, die Farben sind richtig kräftig, so grell. Ich finde, diese Palette wird mir zugunsten kommen jetzt. Meine Berries, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte in den Kommentaren wissen, ob ihr beide Paletten habt oder nur die Carla Bible, weil die ist, glaube ich, die älteste Palette, soweit ich weiß. Ich verlinke euch auf jeden Fall meine beiden letzten Videos, falls ihr Lust habt. Ich würde mal sagen, wir sehen uns bald. Bleibt alle gesund und bis dahin. Mua.